Jo, liebe Leute, was geht ab? Also wie ich gestern noch gesagt hatte, so, ja, ich finde dann morgen früh, wenn wir was sind, oder morgen Vormittag, war mir eigentlich irgendwie schon klar, dass das nicht funktionieren wird, weil wir haben jetzt mittlerweile schon Viertel zwei. Ja gut, Viertel zwei sei noch okay. Ich bin um 12 ungefähr aufgestanden, hatte jetzt erstmal eine ganz gechillte Aufstehroutine mit hier Red Bull trinken im Badezimmer, Musik hören. Ich muss auf jeden Fall viele Sachen erledigen, liebe Leute. Sachen für die Wohnung kaufen, den Baum abschmücken, tapezieren, Auto waschen. Erstmal kurz los und safe Autowasch, Mann. Autowasch, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge heute. Wenn das fängt ja schon mal gut an. Die gute Frau muss jetzt mal kurz ihr Schminkzeug noch holen, hat sie gesagt. Ich muss jetzt kurz warten oder vielleicht schminkt sie sich auch gleich. Ich hoffe, das warte ich hier bestimmt 20 Minuten, Mann. Boah. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall erst einmal kurz zu einer Freundin von ihr. Und von da aus fahren wir schnell zum Auto waschen. Unbedingt mein Auto waschen, Mann. Und dann muss ich nochmal kurz heim. Muss mein Handy holen, sonst habe ich mich zu Hause vergessen. Das erste Mal, wo ich runter bin heute, habe ich meine Kamera vergessen. Dann war ich im Auto gesessen, habe mich gefilmt. Und danach dachte ich mir so, oh, du hast dein Handy auch noch oben vergessen, Digga. Also gut, ich hoffe, der Tag wird spannend. Ich weiß es aber noch nicht. Ich hoffe, es passiert einiges. Das Coole ist, der Thomas ist mit dabei heute. Stefan und Lisa, muss ich noch gucken, ob die dabei sind. Ich denke mal, wir werden dann heute Abend tapezieren. Ich gehe mal davon aus, ey, da kommt heute der Bruder von der guten Frau. Ey, es klappt, Digga. Jetzt habe ich schon meine mächtige Steamshot-Edition gesehen. Beim Waschen immer wieder weiterfilmen, ne? Wie lang Samstag ist da? In der Steamshot-Edition schmeckt das Liquid gleich nochmal 50% besser. Muss gesagt sein. Es ist auch schon wieder fast eine Stunde vergangen. Was ist passiert? Nichts. Wir waren Auto waschen, haben danach das Auto gestaubsaugt. Habt ihr ja gesehen. Stimmt. War aber kurz beim Stefan. Der Stefan war nicht zu Hause. Da sind wir kurz zu mir gefahren. Sie hat sich kurz geschminkt. Man sieht keinen Unterschied. Spaß. War hübsch, oder? Hi. 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 Oh ja. So, jetzt fahren wir kurz zu meinen Eltern, weil da ist ein Paket gekommen. Und dann machen wir uns auf zum Stefan. Und was wir dann machen, weiß ich noch nicht. Wenn wir dann schon sehen. Wir haben noch nichts davon erledigt, was wir eigentlich heute machen wollten. Das kann ja schon wieder nicht wahr sein, ey. Hi, ich bin Steam. Girl. Was? Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem... Halt einfach dein... Bei der neuen Mod, der Stefan. Zwei neue Mods. Ah ja. Oho, schon eine Mod ist da. Schon eine Mod ist. Boah, Leck, der fühlt sich aber krass an. Boah, musst du ja aufpassen, dass du die Finger aufschneidest. Geiles Teil, Mann. Schon eine Avid Live Tube Mod. Oh nein. Schon mal den geilen Mod an. Das schmeckt so geil. Das schmeckt so hammergeil. Hi. Hi. Nicht geschminkt. Mal kurz zu diesem Edeldampf, wo der Mr. Boy Steamy auch da ist. Der Mr. Boy Steamy, der Dampfschatz. Und der weiß auch nicht, dass wir da auch hinkommen, weil er weiß auch gar nicht, dass ich weiß, dass er da heute ist. Zum Cloud Thomas. Hallo. Halt einfach dein... Du auch die Shots-Edition dabei.
Ich bin ein Fan! Nikotin ist hochgiftig. Hey, du hast meine Kamera. Hey, du hast meine Kamera. Geil. Geil. Das hast du heute schon wieder das gleiche wie immer, oder? Nein. Aber eine Brille hat er heute auch. Ich hab heute eine andere Unterhose. Ist ja schon dunkel. Filmst du gerade was? Das ist ein Special Event, das ist doch hier heute zugange, oder? Und ich bin eine lustige Übergabe der Aktion. Die illegale Übergabe von den Drogen. Der macht schon wieder hier Produktplatzierungen ohne Ende. Kennzeichnet es auch als Product Placement. Ich bin hier nur, was hier rumsteht. Werbeplatzierungen. Hey, James. Servus. Was hast du gerade gesagt, Jonas? Was ist das? Das ist sowas wie ein Dildo, ne? Hast du gesagt. Wie war der Satz? As long as you're strong enough. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich kann nicht wissen, was der gemeint hat. Hier, hi. Hi. Ich danke, ich dachte, wissen, was Sie da hier für mich. Aber nochmal zum Nickel. Wir sind jetzt gerade die Tapete kaufen für den Gang. Ich glaube, ich rede schon wieder viel zu leise. Man kennt die Tapete, ja, ne? Das ist die gute Tapete von mir. Aber die ist auch nicht schlecht hier. Die ist viel zu dunkel. Das war schon wieder Kritik an mich. Nein. Doch, ich bin mir sicher. Nein, die ist nicht schön. Die mit Glitzer ist schön. Oh, die ist geil. Die ist geil, ne? Aber hell. Wo ist das? Hallo, aber es ist ja gut, dass wir die Tür ausgemessen haben. Ich kann es dir gerne zeigen, das passt mit alles. Also, wir sind wieder daheim. Wir waren einkaufen, waren im Baumarkt und so, waren noch einkaufen, haben alles bekommen, was wir wollten. Jetzt müssen wir später noch den Flur tapezieren. Das war aber Samstagabend sonst, außer den Flur zu tapezieren. Ich meine, naja, ich filme gerade, ja. Aber ich kann auch wieder gehen. Ich kann auch wieder gehen. Ja, keiner hat was gesagt. Ich bin blau jetzt. Live bin ich. Hey, dieses Ding da, ne, muss ich auf jeden Fall demnächst mal euch präsenten. Der Mi-Pod, der ist übelst nice, aber den Shit, was ich da drinnen habe, Mann. 50 Milligramm Salt-Nikotin habe ich vom Tom von Dampfbrüder gestern bekommen. Puh, das Zeug, das ballert dich ins letzte. Ich drehe gerade. Geh in deine Küche. Nein, Spaß, ich komm selber zum Kochen. So, nächster Tag, Easter. Gestern haben wir noch irgendwas gemacht. Wir haben zumindest den Flur schon mal teilweise fertig tapeziert. Wie man sieht, ist hier jetzt Steintapete am Start. Hier? Ja. Das muss noch nicht ganz fertig, weil es muss auf jeden Fall diese Kommode da noch raus, weil dieses braune Holz, das beißt sich einfach hart mit der Steintapete. Das passt einfach mal gar nicht zusammen, aber sonst, finde ich, lookt es schon relativ nice. Oder was sagst du? Oh ja. Den Weihnachtsbaum haben wir auch endlich weg. Was haben wir heute? 14.01. mit Weihnachtsbaum geschafft, wegzutun. Also gestern Nacht. Wie lange waren wir wach? 3:30 oder sowas, ne? Oder 4 Uhr? Ich wollte jetzt gerade noch den neuen Bonza RDR von Bendy Vape hier wickeln. Den habe ich auch schon zumindest mal mit Draht bestückt. Aber das Deck, das ist so längst ein Abklatsch von dem Cheetah 2. Nur leider keineswegs genauso gut. Das ist irgendwie ein wenig verkehrt drum gebaut, aber ich ziehe mal noch schnell Watte rein. Hier ist schon alles am Start. Ich ziehe gerade ganz gemütlich einen Film an. Schöne Frau. Hallo. Hey. Hey. Ja, und was machen wir heute noch? Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall muss ich das Stück da hinten unter dem Schreibtisch auch noch tapezieren, weil ja, da war ich damals ein wenig zu faul. Ich wollte bloß diese Wand da oben schnell tapezieren, dass im Hintergrund von den Videos das so halbwegs passt. Das mache ich jetzt dann als nächstes noch schnell. Der Flur sieht echt cool aus. Also mir gefällt es. Es wird langsam. Hier, das Stück von der Wohnung passt auf jeden Fall schon mal da. Das ist echt geil. Da ist auch teilweise schon cool. Nur was gerade stört, ist dieses Ding da, was da. Was? Ich find's cool. Also mir gefällt es hier. Ich find's schön geworden. Also, ist es schön. Da oben ist auch eine neue LED-Lampe am Schlüssel, die USB. Passt man. Richtig, nicht.
Jetzt muss ich erstmal noch diesen lilanen Schandfleck da unten kurz tapezieren und dann gehen wir erst mal raus. Aber Clouds macht er auf jeden Fall ordentlich. Bin bei 70 Watt hier am Start mit einer Dual. Was ist denn das? Flat-Kletten oder irgendwie sowas? Oder? Ach, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Hey, da kommt jemand. Hi! Hi! Gehen wir das dann mal langsam raus in die frische Luft. Ich bin umziehen und schminken. Dann tu dich mal umziehen und schminken. Ich muss mich auch noch umziehen. Aus meiner Jogginghose raus, in der anderen Jogginghose. So, Freunde, es neigt sich langsam der Besserung zu. Die alte Lampe hier ist auch rausgeflogen. Und hier unten, ich hab's geschafft, ich hab's tapeziert. Es ist vollbracht! Ich hab mal kurz einen gönnerhaften Blick nach unten geworfen. Bam, Digga, läuft! Aber ich brauch mal kurz frische Luft, Mann. Dringend. Hey, hier ist mein Dach übrigens. Hi, Dach. Am Montag gehen wir ins Fitnessstudio, hätte ich gesagt. Also morgen. Vielleicht gibt's dann ein paar neue Episoden von Tony Goes Fitness. Nee, wird's auf jeden Fall nicht geben. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In dem Video wollen wir euch erklären, wie man einfach mal so schöne Flecken entfernt. Fanmesser. Du darfst weitermachen. Dann haben wir immer das Fanmesser. Das sind voll die Clouds, Mann. Gebt euch den Shit, Mann. Wenn ihr euch demnächst mal fragen werdet, warum ich keine Einschnitte mehr vom Vaporfrank machen werde, weil der gute Kerl hat nämlich ganz schön geweint und hat in Instagram ein Bild gepostet. Ja, was der Toni mit mir macht und so. Und dann habe ich mir gedacht, so gut, dann schneide ich ihn halt nirgends mehr rein. Sehr schade, dass jemand sich da gleich so hart persönlich angegriffen fühlt, deswegen, aber mein Gott, soll vorkommen, solche Menschen gibt's. Das heißt, das war's mit den Schnitten vom Vaporfrank. Keine Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und ihr putzt einfach mal schönes Auto. So wünschen sich das dein Leben. Die Frau putzt einfach mal die Autoscheiben. Läuft bitte nicht. Ist mir kalt mit der Hose? Kann doch mal die Hose, zeig mal die Hose. Das ist und bauchfrei. Das ist ja noch weniger Klamotten als im Sommer. Was hast du denn im Sommer an? Gar nichts. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Nostalgie hier ins Spiel bringen, wer sich noch erinnern kann. Ich habe hier vor einem Jahr mal dieses Clouds for Children Video gemacht. Verlassene Parkplatz, wo ich damals erzählt habe, da hatte ich, glaube ich, keine Ahnung, 2000 Zuschauer oder irgendwas, so 2000 Abonnenten. Und jetzt bin ich nochmal kurz hierher gefahren, weil das ist auch der Parkplatz, wo ich immer die Porns für die Verdampfer filme, also wo ich hier so die Cinematik so drüber filme, mache ich eigentlich immer da oben drauf. Also hier oben ist ja so ein Geländer, wenn ihr das irgendwie so sehen könnt, da hinten. Und wollte ich mal kurz hierher fahren, einfach mal kurz der guten alten Zeiten halber, weil ich ja schon, seitdem es jetzt Herbst ist, abends hier nicht mehr filmen kann, weil da ist es ja dunkel. Deswegen muss ich es immer zu Hause machen und es würde halt nicht so dediziert. Wenn ich überlege, dass ich sogar hier schon mal die Kamera hatte laufen lassen. Hier ist nämlich jetzt schon das Dach. Da kann man natürlich jetzt nicht hingehen, weil da unten ist schon eine Frau und klopft. Und so, nö, da oben ist jemand. Ja, auf jeden Fall. Hier wurde kräftig gefilmt. Wo die Frau steht da und hat irgendwie Angst, was sie Höhenangst hat oder so. Ich habe sogar hier oben drauf schon mal gefilmt gehabt. Sehr, sehr, sehr nice. In guten alten Zeiten, halber wegen, wie auch immer, kurz hier hochgejumpt. Und hier sind wir jetzt. Cool, oder? Hier sind immer die guten Cinematics entstanden. Habe ich geübt und gelernt. Und jetzt gehen wir wieder. Auf Wiederschauen. Wir dürfen ihn nämlich nicht hoch. Es ist betreten verboten. Ah! Hi, lange mal gesehen. Eine Woche ist es schon wieder her. Sag mal, was gut ist. Ich weiß es nicht. Ich bin da. Nein, nicht. So, machen wir noch einen kleinen Sonntagsspaziergang hier mit der Family. Bisschen. Ja, Sonntagsspaziergang machen. Frische Luft tut auch mal gut. Man kann ja den ganzen Tag nur in der Bude hocken und Fernsehen gucken. Ja! Ich bin doch hier! Gehen wir später noch schön was vom KFC holen. Kentucky Fried Chicken snacken heute Abend. Da hab ich voll Bock drauf und dann wird den ganzen Abend nur Video geschnitten. Weiß nicht, wie lange ich an dem Video schneiden werde. Weil, wie gesagt, das ist jetzt hier so ein XXXL-Vlog geworden. Ich hatte ja, wie gesagt, gestern schon was gefilmt, heute was gefilmt und dachte mir einfach mal, weil ihr so lange warten musstet, mache ich einfach mal so ein richtig schönes Video für abends für euch, so ein langes Video. Ihr habt euch gewünscht, ja, so ein Video könnte meiner Meinung nach auch länger gehen. Hey Flash! Was geht ab? Kannst mich nicht überholen! Was? Kannst mich nicht überholen! Das denkst du, dass ich dich nicht überholen kann, Alter?
Mach aber keinen Unfall. Nicht zu schnell, Flash. Hey, nicht zu schnell, warte auf den Opa. Mal fix hier beim KFC was Gutes zum Snacken mitnehmen. Müssen wir gerade noch. Was? Hier bitte auch. Du kriegst auch was, natürlich, Schatzi. Was kaufe ich eigentlich überhaupt? Auf jeden Fall viele Hähnchenteile, Mann. Hähnchenteile beste, Mann, ich schwöre. Hot Wings, scheiße. Hähnchenteile beste. Ein paar Hähnchenteile, Maiskolben und so. Darf ich dann auch eine Maiskolbe, bitte, bitte, bitte? Ja, na klar kriegst du einen Maiskolben, Schatzi. Wie man sieht, bin ich aber heute nicht der Einzige, der was vom KFC snacken will. Naja, ist halt einfach so. Dann würde ich mal fast sagen, das ist auch schon wieder reicht für heute. Haben wir jetzt gut noch KFC reingesnackt. Michelle ist gerade ins Bett gegangen. Fabian ist auch noch kurz drüben, weil ihr chillt ein bisschen. Wir müssen erstmal noch ein gutes Guinness aufmachen. Guinness Easter. Auf jeden Fall geht es ran aus der Arbeit. Endlich ist da unten auch tapeziert. Es kann sich langsam sehen lassen hier. Sieht langsam richtig nice aus, wie ich finde. Ja, ganz gemütlich. Hier vorne auch sehr gemütlich. Der Flur ist langsam fertig. Jetzt müssen wir dann morgen noch neue weiße Möbel für den Flur kaufen gehen oder übermorgen. Und dann wird das, würde ich sagen, liebe Leute. Nice. Also wenn man so einen Nikotinflash braucht, die Meepod, werde ich definitiv euch mal noch genauer zeigen. Ich hoffe doch wie immer, dass euch dieser schöne Vlog gefallen hat. Wenn er euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne mal einen geschmeidig geilen Daumen nach links da lassen oder nach rechts. Ja, dann sieht man sich bald wieder. Ich hoffe, diese Woche komme ich mal dazu, ein bisschen mehr zu filmen. Vielleicht ein bisschen mehr so Real-Life-Vlogs zu machen, keine Ahnung. Sorry wegen diesen Gönnertagen, dass es nicht funktioniert hat, aber es kam einfach was dazwischen. Dafür habe ich jetzt einiges geschafft dieses Wochenende und die Woche vor allem. Die Aromen sind ja auch bald fertig und müssten eigentlich dann bald in den Läden stehen. Ich hoffe, es ist bald soweit. Erstmal kurz den PC hochfahren und dann sage ich wie immer, Babe on, Babe safe. Ihr kennt die ganze Geschichte von mir, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Tony. Und jetzt, tschüss, macht's gut, schönen Abend, peace out und rein hier. Ba 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 ba